Wir sind jetzt auf unserem Free Camping Spot angekommen. Der liegt weiter im Inland, hinter den ganzen Weinanbaugebieten. Und ja, hier ist eigentlich ganz nice. Es ist einfach im Endeffekt nur ein Fleck im Wald. Hier stehen ein paar Four-Wheel Drives und ein mutiger Camper. Und hier gibt es keine Toilette und nichts. Es ist einfach nur, wie gesagt, ein Fleck im Wald. Und ja, wir pennen ja nur eine Nacht und dafür geht's. Wasser und sowas haben wir alles da. Und jetzt bereiten wir das Abendbrot vor. Was hast du da? Tintenfisch. Squid auf Englisch. Oder Calamari, I don't know. Scared, they make it big. And yeah, it is. Yeah, blowfish. Blowfish. Is it blowfish? I think so. Yeah, like it's scared. They go. Oh, and cool fish. Oh, can you touch those? No, they're poisonous. You can touch it, but you can't eat it. Another blowfish! Pretty! Dann nachdem wir jeder alle einen Fisch gefangen haben und Simon sogar zwei Kugelfische, wechseln wir jetzt den Spot zum Sugarloaf. Oh,
Sugarloaf war ziemlich krass, aber war ein bisschen zu heftig zum Angeln und alle hatten auch Hunger. Deswegen sind wir jetzt zum nächsten Coles gefahren, Supermarkt, und haben uns gerade mal eingedeckt mit allem. Und jetzt fahren wir runter zu so einer kleinen City. Da gibt es auch wieder Barbecues am Strand. Und da wollen wir dann noch eine Runde schwimmen gehen. Und dann gibt es da noch öffentliche Duschen. Dann können wir uns auch nochmal abduschen. Wir sind nämlich komplett durchgeschwitzt. Heute war wahrscheinlich der zweitheißeste Tag, den wir hier in Australien hatten bisher. Wir sind gerade am Kochen. Say hello to YouTube. Hello YouTube. Yes. Wir haben jetzt gerade gegessen und jetzt gehen wir noch ins Meer, eine Runde baden und dann duschen wir uns und waschen unser Zeug und dann fahren wir wieder zusammen zu dem Free Campingplatz, wo wir auch von gestern auf heute geschlafen haben. Wir sind heute wieder mit John und Caroline unterwegs und sind jetzt in die Margaret River Region gefahren. Jetzt hat mich gerade John unterbrochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Margaret River Region, wollen heute nochmal unser Anglerglück versuchen und gehen nochmal eine Runde fischen. Solange es noch nicht so heiß ist, aber jetzt sind wahrscheinlich schon knapp 30 Grad, also eigentlich ist es eh zu spät. Und nachher gehen wir noch nach Margaret River in das kleine Dörfchen und gucken uns das an. Wir haben gerade eine Stummelschwanz-Eidechse entdeckt. Hast du ein Foto? Jetzt müssen wir einen Angelplatz finden. Und ja, müssen jetzt erstmal rumkraxeln. Das ist nämlich alles ein bisschen extrem hier. Ja, wir sind jetzt in Margaret River, haben beim Angeln ein bisschen gefailt. Haben nichts gefangen, waren semi-erfolgreich und jetzt haben wir gerade gegessen hier in einem Park und ja, jetzt chillen wir hier noch so ein bisschen rum und dann latschen wir wahrscheinlich mal durch die Stadt und gucken uns so an, was hier so gibt. So, Marie, erzähl mal, was hast du die letzte Stunde so getan? Nichts. Marie hat geschlafen. Nur Marie. Wir mussten alle auf sie warten. Ungefähr eine Stunde im Liegen. Mit Augen zu. Passiert. Es ist schon wieder abends und wir haben einen neuen Campground gefunden. Wir haben ja vorhin erstmal schön im Margaret River im Park gepennt. Dann sind wir ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Dann haben wir uns getrennt von denen, weil die morgen eine Tour machen, auf der man irgendwie rumgekartet wird von Weingut zu Weingut und man probiert Wein und man probiert Bier und man kann ganz verschiedene Käsesorten testen und bla, so eine Food-Tour halt. Aber die kostete $100 pro Person. Und das Geld würden wir lieber für Whale-Watching oder sowas ausgeben, halten wir für sinnvoller. Und diese Tour machen die morgen, deswegen sind die im Margaret River geblieben. Und wir sind weitergefahren an den Südzipfel nach Augusta. Und hier sind wir jetzt auf so einem privaten Campground. Im Endeffekt ist es das Grundstück von einer Familie hier. Und die haben das ganz cool gemacht. Hier stehen auch so Zelte, die man sich mieten kann. Wir stehen halt hier einfach mit unserem Autochen
Und ja, wir haben gerade gegessen. Ja, Ravioli mit Tomatensauce, was ganz Edles. Und gleich werden wir noch probieren, ein paar schöne Fotos zu schießen. Heute ist nämlich der Supermoon. Irgendwie ein Tag, keine Ahnung, alle 35 oder nee, alle 20 Jahre ungefähr so, keine Ahnung, wo der Mond der Erde am nahesten ist. Am nahesten, keine Ahnung. Und heute ist er irgendwie 14% größer als sonst und 22% heller als sonst. Und ja, da werden wir mal probieren, ein paar schöne Fotos zu schießen.